Schön, dass Sie da sind. Hier ist wieder Quarks, Ihre Lieblingswissenschaftssendung. Aber erst einmal 20.000 Mal am Tag machen wir das. Ein- und ausatmen. Man würde meinen, dafür braucht man keine Anleitung, aber Atmen ist so viel mehr als nur Sauerstoff rein und Kohlenstoffdioxid raus. Mit dem Atem kann jeder von uns unbewusste Abläufe im Gehirn und Körper beeinflussen. Zum Beispiel kann man besser mit Schmerz umgehen, wenn man bestimmte Atemtechniken anwendet. Das hat unser Reporter Adrian Pflug getestet. Das bin ich, Quarks Reporter Adrian Pflug. Wie ich da reingeraten bin, alles hat angefangen mit der Geburt meines Sohnes. Ich durfte zum Glück dabei sein und zwischen der Hebamme und meiner Frau war immer wieder Thema die richtige Atmung, um den Wehenschmerz besser ertragen zu können. Ich habe daneben gesessen und die ganze Zeit nur gedacht, geht das eigentlich? Schmerzen besser aushalten durch die richtige Atemtechnik? Und könnte ich als Mann vielleicht sogar auch Wehenschmerzen mit der richtigen Atmung ertragen? Wenn ihr jetzt denkt, Moment, Mann, Wehenschmerzen, das geht doch gar nicht. Ich muss leider sagen, es geht wohl. Diese beiden sind an einer Maschine angeschlossen, die schmerzhafte Geburtswehen imitieren soll. Ob man Wehenschmerzen wirklich besser ertragen kann mit der richtigen Atmung, das finde ich jetzt raus, genau so, und treffe dafür jetzt erstmal eine Hebamme. Ah, falsches Haus. Ich habe das Gefühl, das ist eine richtig bescheuerte Idee, das Ganze. Hebammen sind die Expertinnen, wenn es um Atmung unter der Geburt geht. Esther hat schon unzähligen Frauen ihre Atemtechnik beigebracht. Lassen sich dadurch Schmerzen tatsächlich lindern? Was ich versuche jetzt zu lernen bei dir ist, so, ich sag's mal, Schmerzen wegatmen. Richtig. So wird's immer genannt. Geht das überhaupt, dass man Schmerzen durch eine spezielle Atemtechnik lindert? Lindern vielleicht nicht, aber ertragbarer macht. Das auf jeden Fall. Denn du konzentrierst dich ja auf deine Atmung, auf die ganze Begebenheit. Du lenkst dich ja praktisch von dem Schmerz ja ab. Also los. Diese Atemtechnik will ich jetzt lernen. Dann schließt du erstmal deine Augen. Das ist gut, das kann ich. Das ist gut. Dann beachtest du wirklich nur deine Atmung. Ich gucke währenddessen, wo du atmest. Dann nimmst du mal eine Hand und legst die auf deinen Brustkorb drauf. Wo hast du jetzt deine Atmung bewusst wahrgenommen? Also ich glaube, sie findet eher hier oben statt. Richtig. Und das ist genau diese Atmung, die du dann hast, wenn die Wehe kommt und du nicht angeleitet wirst. Wenn du komplett aus dem Rhythmus kommst, hast du genau diese Atmung. Mhm. Diese kurze, flache Atmung. Gefühle und Atmung beeinflussen sich gegenseitig. Sind wir gestresst, ängstlich oder angespannt, ist unsere Atmung schnell und flach. Hebammen sagen, alles Gefühle, die Frauen unter der Geburt sensibler für Schmerzen machen. Deswegen bringt Esther mir jetzt bei, kurz einzuatmen und mindestens doppelt so lange wieder auszuatmen. Das soll mich beruhigen und letztlich den Schmerz erträglicher machen. Und jetzt lange ausatmen. Super. Und nochmal durch die Nase ein und aus dem Mund ausatmen. Langsam, länger. Toll. Und das macht dich entspannter und gelassener. Und das braucht man ja für eine Geburt. Gefühle beeinflussen unsere Atmung. Umgekehrt können wir aber auch über die Atmung bestimmte Gefühle beeinflussen. Bei der entschleunigten Atmung nehmen Stress, Angst und Anspannung ab. Frauen sollen in diesem Zustand besser mit Schmerzen umgehen können. Es gibt Frauen, die atmen oder tönen oder singen von Anfang an durch. Ne? Okay, das heißt, die richtige Atmung wird auch unterstützt durch die Geräusche. Genau. Wenn das Geräusch für dich eine Sicherheit gibt, dann unterstützt es dich auf jeden Fall. Das weiß ich nicht, ob mir das eine Sicherheit gibt, ein Haar. Versuch's doch einfach. Ja, komm, wir probieren es mal Versuch's doch einfach. Und ausatmen. Langsam. Länger.
Die Wehe wird weniger. Ich bin gespannt, ob mir das bei meinen Schmerzen helfen wird. Und das sind die Übungen, die ich in den Geburtsvorbereitungskursen den Frauen auch mit auf den Weg gebe, dass sie diese auch zu Hause üben können. Und wann ist Geburt? In einer Woche. Gut, dass wir so tapfere Reporter haben. Mich hätte man dazu nicht überreden können. Adrian wird jetzt eine Woche lang Atmen üben. Mal sehen, was es bringt. Wie sieht's eigentlich bei Ihnen zu Hause aus? Wie sitzen oder liegen Sie gerade da? Wahrscheinlich nicht besonders aufrecht, was natürlich völlig in Ordnung ist. Soll ja gemütlich sein. Aber unser Atemapparat findet es aufrecht tatsächlich angenehmer. Unser wichtigster Atemmuskel ist nämlich das Zwerchfell. Das ist eine Muskelsehnenplatte, die sich zwischen Brustraum und Bauchhöhle befindet. Und das Zwerchfell zieht sich beim Atmen zusammen, senkt sich ab. Die Rippen und die Brust weiten sich. Und dadurch sinkt der Luftdruck in der Lunge und frische Luft kann durch Nase und Mund angesaugt werden. Eine aufrechte Haltung gibt der Lunge mehr Platz, um ihr ganzes Potenzial zu entfalten. Und die Lunge ist wirklich zu Höchstleistungen fähig. 9 Uhr morgens. Heike Schwertner auf dem Weg zu ihrem Training. Sie taucht ohne Flasche, nur mit dem Sauerstoff eines Atemzugs. Auf das Apnoe-Tauchen oder auch Freitauchen genannt, muss sie sich jedes Mal sorgfältig vorbereiten. Ich schaue, dass ich nichts frühstück, weil die ganze Verdauungsarbeit, die ich dann habe, auch während des Frühstücks, das würde jetzt wieder einfach nur Sauerstoff verschwenden, sage ich jetzt einfach mal so unter Wasser. Um das, was sie jetzt vorhat, unbeschadet zu überstehen, muss die 50-Jährige ihren Körper auf die extreme Belastung einstellen. Wenn ich dann beim Tauchen bin, dann wärme ich mich auf, und zwar indem ich versuche, meinen ganzen Körper zu stretchen. Einfach aus dem Grund, um mich zu entspannen, um mich zu lockern. Und jetzt das Wichtigste. Mit einer speziellen Atemtechnik holt sie das Maximum aus ihren Lungen heraus. Dann mache ich noch das sogenannte Lungpacking, indem ich da auch noch mal meine Lunge etwas vorbereite, mehr Luft mitzunehmen, als ich sonst normalerweise bei einem Atemzug einatmen würde. Dazu füllt Heike ihre Lungen zunächst vollständig mit Luft. Mit einer speziellen Schlucktechnik presst sie anschließend noch zusätzliche Luft hinein. Durch viel Übung kann sie so ihr Lungenvolumen um bis zu 50% vergrößern. Doch jedes Mal muss sie dabei gut aufpassen, denn das ist riskant. Es gibt den sogenannten Packing Blackout. Das heißt, wenn ich als Taucherin mich voll packe an der Wasseroberfläche und es übertreibe, dann drückt es mir Gefäße ab, die zu meinem Herzen führen. Das bedeutet Lebensgefahr. Sie könnte bewusstlos werden und ertrinken. Ganz wichtig ist es, dass man beim Tauchen das niemals alleine macht, sondern dass man immer einen ausgebildeten Taucher mit dabei hat, einen sogenannten Safety-Taucher. Es ist soweit. Heike hat ihre Lungen vorbereitet. Noch ein Atemzug und dann geht es kopfüber in die Tiefe. Mit jedem Meter, den sie abtaucht, steigt der Wasserdruck um ca. 0,1 Bar. Dadurch wird die Lunge zusammengedrückt, mitsamt der Luftreserve. Und somit auch der Druck auf die Luftreserve in ihren Lungen. Dadurch wird der Sauerstoff in die Blutlaufbahn gepresst. Auf dem Grund des Beckens ist fast der komplette Sauerstoff aus den Lungen ins Blut übergetreten. Der Körper in dem Moment gut versorgt. Ein Blackout ist jetzt also unwahrscheinlich. Das ändert sich aber mit dem Aufstieg. Mit jedem Meter verringert sich der Druck und die Lunge entfaltet sich wieder. Dabei kann der Sauerstoff aus dem Blut zurück ins Lungengewebe gezogen werden. Es droht die Gefahr, dass das Gehirn nicht mehr genügend versorgt wird. Der gefürchtete Blackout, eine plötzlich einsetzende Bewusstlosigkeit droht. Vom Gefühl her ist es, wenn man in die Hypoxie geht, also in den Sauerstoffmangel geht, dass es erst alles so ein bisschen wie in Trance wird. Die Zeit wird langsamer und irgendwann legt es einem einfach einen Schalter um. Das hat auch Heike schon erlebt.
Und immer wieder passieren tödliche Unfälle beim Apnoe-Tauchen. Dennoch ist Heike davon fasziniert. Also, dass meine Lunge sowas leisten kann, hätte ich mir vor 7 Jahren, wo ich angefangen habe, niemals vorstellen können. Aber was ist der besondere Reiz am Freitauchen? Ich bin jahrelang mit Flasche getaucht, habe über 1000 Geräte, Tauchgänge hinter mir mit Flasche und habe dann irgendwann das Apnoe-Tauchen, das Freitauchen für mich entdeckt, weil es einfach so eine schöne Kombination ist zwischen Bewegung, Entspannung, bisschen Meditation und die schöne Ruhe, die unter Wasser ist. Für Heike Schwertner ist das Freitauchen die perfekte Balance aus Körper und Geist. Wahnsinn, oder? Und nicht nur das, wie wir atmen, wirkt sich auch auf unsere kognitive Leistung aus, also auf Wahrnehmungs- und Denkprozesse. Forschende der Northwestern University in Chicago stellten beispielsweise fest, dass die Atmung beeinflusst, wie gut wir uns Bilder merken können. Testpersonen wurden für je eine Sekunde 180 Bilder gezeigt und gleichzeitig hat man ihre Atemkurven aufgezeichnet. Also ob sie gerade einatmeten, hier in Rot gezeigt, oder ausatmeten, während sie ein bestimmtes Bild sahen. Nach einer Pause wurden ihnen die gleichen Motive nochmal gezeigt, aber vermischt mit neuen unbekannten Motiven. Und sie sollten angeben, welche sie wiedererkennen. Und jetzt kommt's. Entscheidend war, ob den Testpersonen das Bild beim Ein- oder Ausatmen präsentiert wurde. Die beim Einatmen gelernten Bilder konnten sie sicherer identifizieren. Vielleicht hilft es ja auch, wenn man sich Namen nicht gut merken kann, einfach tief einatmen. Eine Woche lang habe ich meine Atemübungen zu Hause gemacht. Werde ich damit Wehenschmerzen besser aushalten? Klopp, klopp. Heute machen wir das Experiment. So, ich bin der mit der Geburt. Genau, hast du ja schon mit mir telefoniert. Sowas schon mal gemacht? Nein. Ja, das gibt mir jetzt richtig Mut. Ich schon. Ja gut, schön, dass ich dich habe. Okay, dann legen wir mal los. Trainer Thomas wird mir gleich diese Spezialweste anlegen. Durch sie sollen meine Muskeln stimuliert werden. Keine richtige Geburt, aber eben doch sehr schmerzhaft. Ich bin dann bereit für die Geburt. Wie funktioniert das Ganze technisch jetzt? Du wirst gleich an das Gerät angeschlossen. Und das Gerät gibt quasi einen niederfrequenten Stromsignal an die Weste und über die Elektrode wird es dann in die Muskulatur übertragen. Okay, und die Muskeln spannen sich an wegen des elektrischen Signals? Genau, beziehungsweise wir stimulieren nicht direkt den Muskel, sondern die Nerven, die drumherum liegen und die bringen den Muskel dann zum Anspannen. Bei einer richtigen Geburt arbeiten vor allem die Muskeln der Gebärmutter. Die habe ich als Mann nicht, daher nehmen wir die Bauchmuskeln. Wir starten mit dem ersten Durchgang ohne besondere Atemtechnik. Warum hast du nicht einfach mal gesagt, nee, nee, ich kann nicht, geht nicht, da habe ich keine Zeit, nimmt jemand anders. Der erste Durchlauf. Ich wende keine besondere Atemtechnik an. Ich fange jetzt langsam an. Wird mit einem leichten Kribbeln bei dir beginnen? Ja, ich merke es. Das fühlt sich lustig an. Also ich hier auf der Seite gerade relativ stark. Mhm. Und es ist so gerade an der Schwelle zum Schmerz. Also es tut, nicht hochdrehen, Moment. Und er dreht doch hoch. Bei einer Geburt kann man sich auch nicht aussuchen, wann der Schmerz einsetzt. Oh, das zieht. Da bleiben wir noch kurz. Nein! Noch kurz. Oh nein. Esther hält sich im Hintergrund. Noch darf sie mir nicht helfen. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so wehtun kann, wenn sich die Muskeln zusammenziehen. Also, du redest mir noch zu viel. Ja, entschuldige, ich werde dafür bezahlt. Boah, jetzt. Verdammt. I'm out. Das hat extrem wehgetan. Gleich kommt der zweite Durchlauf. Zum Glück hilft mir Esther jetzt mit der Atmung. Werde ich so die Schmerzen besser aushalten? So, das heißt, du konzentrierst dich erstmal nur auf die Atmung, ja? Mhm. Nur. Du kannst auch die Augen dabei schließen, dass du nur in deine Atmung einfindest. Und wir hatten ja letzte Woche ja auch gehabt, Brustatmung, Bauchatmung. Mhm. Versuch das mal zu unterscheiden. Erst füllst du die Luft in die Brust und dann gehst du über in die Bauchatmung. Du strömst die ganze Luft in den Bauch hinein. Mhm. Gar nicht mal so einfach, in die Atmung einzufinden.
Es dauert einen Augenblick tatsächlich, aber ist ja schon auch gut, dass ich es geübt habe. Richtig. Jetzt wird sich zeigen, ob mir Esthers Atemtechnik hilft, ob ich weniger Schmerzen haben werde. Los geht's! Langsam, langsam, nicht schnell. Jetzt hast du deine Reserven aufgebaut. Mhm. Sehr gut. Entspann dein Gesicht, Schultern fallen lassen, durch die Nase einatmen und ausatmen. Lange, lange, keine Lippenbremsen, ganz langsam, so, genau so. Und langsam dreht Thomas die Regler immer weiter hoch. Länger, länger. Mach ein H. Ja, so. Super, genau. Tief einatmen und ausatmen. Lange, 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 lange. Weiter, 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 weiter. Becken fallen lassen, weiter. Und jetzt atmen. Tief einatmen. Schultern fallen lassen. Atme ruhig, atme weiter. Weiter, so, wir haben das Maximum erreicht. Achte nicht darauf, du achtest nur auf die Atmung. Jetzt nicht ablenken lassen, sonst tut's weh. Und tatsächlich, ich ertrage die Elektrostimulation dieses Mal besser. Hey, das war doch klasse. Sehr cool. Ich würde mich jetzt gerne ausgiebig freuen, aber ich habe gerade keine Kraft. Dafür bin ich ja da, um dich zu feiern, dass du das komplett richtig gemacht hast. Als der meinte, hier, wir sind jetzt bei 100%, das war so ein totaler Schlüsselmoment, weil ich da kurz abgelenkt war von der Atmung und auch reagiert habe. Und dann habe ich gemerkt, oh, das tut ja richtig weh. Und dann hat Esther gesagt, der jetzt wieder atmen, atmen. Und dann war der Schmerz wieder weg. Das war so ein, da habe ich gedacht, Klick. Krass. Weg war der Schmerz zwar nicht ganz, aber die Atemtechnik hat ihn erträglicher gemacht. Ja, da kommen bei mir auch Erinnerungen hoch. Ein ruhiger Atem beruhigt auch den Körper. Das machen sich viele Traditionen und Religionen zunutze. Beim Singen von Wiegenliedern, beim Beten des Rosenkranzes oder bei Atemtechniken aus dem Yoga. In vielen Meditationsformen trainiert man Konzentrationsfähigkeit, indem man immer wieder die Aufmerksamkeit auf den Atem lenkt. Auch in der Forschung findet man immer wieder Korrelationen zwischen Meditation und verschiedenen gesundheitlichen Vorteilen. Es soll gut sein fürs Herz, die Stimmung und hilfreich gegen Stress. Doch welche Rolle der Atem genau dabei spielt, wird gerade erst genau untersucht und es ist wirklich spannend. Yogis haben allen Grund zur Freude. Denn sie haben mit dem Atem den Schlüssel zu einer Welt gefunden, die wir sonst kaum willentlich steuern können. Unserem vegetativen Nervensystem. Es besteht aus zwei Gegenspielern, Sympathikus und Parasympathikus. Beim Einatmen springt zunächst der Sympathikus an. Er ist unser Aktivator, also zum Beispiel für den Flucht- oder Kampfmodus zuständig. Herzrate, Blutdruck und Blutzucker steigen. Bei der Ausatmung wird sein Gegenspieler aktiviert, der Parasympathikus. Er hat eine beruhigende Wirkung. Sind wir gestresst, atmen wir automatisch schneller und flacher. Die Herzrate bleibt beim Ein- und Ausatmen fast gleich. Aber wir können unser Nervensystem austricksen, indem wir die Ausatmung verlängern. Der beruhigende Parasympathikus gewinnt die Oberhand. Das lange Ausatmen lässt das Herz langsamer schlagen. Wenn das Herz also mal schneller, mal langsamer schlägt, bedeutet das, es kann sich gut anpassen. Man spricht von einer hohen Herzratenvariabilität. Und die steht für mehr Gesundheit und Stressresistenz. Wenn das kein Grund für ein befreites Ausatmen ist. Es gibt übrigens auch Atemübungen, die aktivieren sollen.
Manche sind nichts für Menschen mit bestimmten Erkrankungen wie Bluthochdruck. Unter anderem, weil die Gefahr besteht, dass man hyperventiliert, wie bei einer Panikattacke. Hyperventilieren, sprich überlüften, passiert, wenn man beschleunigt und gleichzeitig vertieft atmet. Was passiert da genau im Körper? Beim normalen Einatmen saugen wir Frischluft in die Lunge. Beim Ausatmen strömt verbrauchte Luft heraus. Über die Lungenbläschen gelangt aus der Frischluft Sauerstoff ins Blut und beim Ausatmen wird Kohlenstoffdioxid abgegeben. Es entsteht ein bestimmtes Verhältnis von den beiden Gasen im Blut. Wenn man aber zu schnell atmet, entweicht das Kohlenstoffdioxid zu schnell und zu wenig davon bleibt im Blut übrig, was zu Schwindel und Benommenheit führt. Der Grund: Das Verhältnis von Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxidkonzentration gerät aus dem Gleichgewicht. Das Problem ist nicht der vermehrte Sauerstoff, sondern dass wir zu viel CO2 ausatmen. Deswegen hilft es dann, die ausgeatmete CO2-reiche Luft wieder einzuatmen. Und zwar aus einer Tüte, das kennen Sie vielleicht, Nase rein und dann... Gut. Dass diese Balance normalerweise ganz automatisch gehalten wird, ist ja unser Glück. Außer die Atemwege sind erkrankt. Probleme beim Atmen, da denkt man derzeit vermutlich als erstes an eine Covid-19-Erkrankung. Doch auch nachdem man das neue Virus überstanden hat, kann das Atmen schwer bleiben. So wie bei Sportlerin Annika. Sie will heute zum ersten Mal wieder 5 Kilometer laufen. Früher eine leichte Übung für die Sportlerin, aber Covid hat einiges verändert. Also ich mache schon mein ganzes Leben Sport und seit ich 12 bin, mache ich Triathlon. Mein großes Ziel war eigentlich immer schon einmal eine Mitteldistanz zu laufen. 2020 wollte sie bei einem längeren Triathlon dabei sein. Aber Annikas Traum platzt, als im März zuerst ihr Bruder und ihre Eltern an Covid-19 erkranken und dann auch sie selbst. Also anfangs hatte ich nur ganz wenig Probleme. Also bei mir fing es halt mit Kopfschmerzen an und dann kam Schnupfen und etwas Husten dazu. Manchmal hatte ich auch das Gefühl, ich kriege schlecht Luft, aber das war jetzt nichts Gravierendes. Zunächst scheint Covid bei Annika harmlos zu verlaufen. So wie bei rund 80% der Erkrankten hat sie leichte oder milde Beschwerden. Meist treten sie 4 Tage nach Ansteckung auf. Die häufigsten Symptome: Fieber, Kratzen im Hals, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Husten. Gelegentlich auch Schnupfen. Werden die Viren nicht in den oberen Atemwegen erfolgreich bekämpft, wandern sie in die Lunge und können dann schwere Verläufe und Spätfolgen auslösen. Herz, die Nieren, das vegetative Nervensystem und die Lunge schädigen. Dass die Symptome dann bei mir schlimmer geworden sind, das fing dann erst so nach 2, 2,5 Wochen an. Von einem Tag auf den anderen schlagartig Atemnot und sehr starken Husten bekommen, was ich halt vorher nur so ganz leicht hatte. Aber wenn ich mich hingelegt habe, musste ich mich aufsetzen, weil ich keine Luft bekommen habe. Also die ersten paar Tage war ich wirklich nicht mehr in der Lage, irgendwie mal eine Treppe hochzugehen. Einmal saßen wir hier am Frühstückstisch und ich habe geheult, weil ich kaum essen konnte, weil ich keine Luft bekommen habe. Die Beschwerden bleiben, auch nach abgeklungener Infektion. Deswegen geht Annika zu einer Lungenfachärztin. Röntgenbilder, Blutproben und Leistung der Lunge sind unauffällig. Und trotzdem fällt Annika das Atmen schwer. Die Ärztin vermutet, dass Annika das Long-Covid-Syndrom hat, eine Spätfolge der Corona-Erkrankung. Welche Covid-19 auslöst und wer davon betroffen ist, will Professor Dr. Predel von der Sporthochschule Köln herausfinden. Das betrifft eben tatsächlich auch junge Menschen, die vielleicht glauben, dass sie unverwundbar sind, was dieses Virus angeht. Das ist aber leider absolut nicht der Fall. Wir dürfen natürlich jetzt nicht mit Panik reagieren und müssen auch Gott sei Dank nicht davon ausgehen, dass jeder Spätfolgen entwickelt. Menschen, die initial einen vollkommen milden Verlauf hatten, können zwar auch dieses Long-Covid-Syndrom entwickeln, aber typischerweise wohl, wenn es mit Symptomen verbunden ist oder sogar einem Krankenhausaufenthalt. Annika war zwar nicht im Krankenhaus, aber trotzdem scheint ihr Immunsystem während der Erkrankung Entzündungen in der Lunge ausgelöst und dabei Teile des elastischen Lungengewebes geschädigt zu haben. Das kann bei der Heilung vernarben, weil es in festeres Bindegewebe umgebaut wird. Nun hat es aber auch Befunde gegeben, die
gezeigt hatten, und das war wohl in einigen Fällen offensichtlich auch so, dass als Folge dieses akuten Infektionsprozesses sich Vernarbungen im Lungengewebe gebildet haben. Und das ist leider ein Prozess, den wir heute noch nicht umkehren können. Das heißt also, ein einmal vernarbter Bereich der Lunge bleibt vernarbt und kann dann nicht mehr am aktiven Gasaustausch teilnehmen. Und das ist mit Einschränkungen verbunden. Durch die Vernarbung kann sich die Lunge schlechter dehnen und das Atmen fällt schwerer. Asthmasprays können die Atemwege weiten und die Symptome lindern, aber nicht heilen. Zwar trifft das Long-Covid-Syndrom schätzungsweise weniger als 10% aller Erkrankten. Aufgrund der hohen Infektionszahl wären dann aber weltweit trotzdem Hunderttausende betroffen. Je länger es jetzt dauert, denke ich mir, oh, warum mussten wir das direkt am Anfang kriegen? Wir haben nichts falsch gemacht. Es war halt einfach ein dummer Zufall. Ein Grund könnte sein, dass sehr viele Coronaviren eingeatmet wurden. Doch eine wirkliche Erklärung, warum sich bei den einen Spätfolgen entwickeln und bei den anderen nicht, haben die Experten noch nicht. Auch nicht, ob und wann es Patienten wie Annika besser geht. Solange versucht Annika zumindest ihre kleinen Trainingsziele zu erreichen, auch wenn es nur 5 Kilometer sind. Also die 5 Kilometer schaffe ich, aber ja, mehr auf jeden Fall noch nicht. Ist auf jeden Fall immer noch sehr hart. Meine Lunge schmerzt und ich kriege halt auch schlecht Luft und fühle mich einfach nicht fit. Annika wird nicht aufgeben und weiter für ihren Traum trainieren. Dank Corona ist das richtige Lüften von geschlossenen Räumen wichtig geworden. Durch Atmen und Sprechen können sich in der Luft Aerosole anreichern. Diese kleinsten Flüssigkeitspartikel können im Raum schweben und Coronaviren verteilen. In geschlossenen Räumen kann die Ansteckungsgefahr bis zu 19 Mal höher sein als draußen. Man sagt zwar, mach das Fenster auf, damit frische Luft reinkommt, aber eigentlich geht es darum, dass die schlechte Luft rausgeht. Schlecht heißt reich an Kohlenstoffdioxid und eventuell auch an virushaltigen Aerosolen. Und manchmal holen wir uns die Quelle der schlechten Luft auch von außen rein. Familie Güven hat vor kurzem neue Möbel gekauft. Und seitdem ein Problem. Der Tisch hat extrem gestunken. Also selbst der Karton war schon eine Zumutung. Und es hat die ganze Zeit in der ganzen Wohnung, wenn man diese Tür auflässt, die ganze Zeit gestunken. Meine Möbel stinken immer noch. Und da das Kinderzimmermöbel sind, hat man sich natürlich auch gedacht, wie ist das gesundheitlich für das Kind? Die Eltern sind verunsichert. 2/3 unserer Lebenszeit verbringen wir in der eigenen Wohnung, atmen täglich die Luft dort ein. Doch was, wenn in dieser Luft Gefährliches lauert? Güvens buchen einen Sachverständigen für Innenraumluft. Christian Tegeder ist Chemiker und Raumluftprüfer. Ein erster Eindruck wird zum Verdacht. Als er den unversiegelten Pressspan entdeckt, erhärtet der sich noch. Das könnte. Die Kommode ist neu, ne? Ja. Okay. Das Bett auch? Ja. Relativ neu. Das Laminat, das ist alles erst vor kurzem angeschafft wahrscheinlich, ne? Ja. Es könnte Formaldehyd sein. Formaldehyd ist ein stechend riechendes Gas. Man kennt es aus Zigarettenrauch, man kennt es von Desinfektionsmitteln. Formaldehyd ist unsichtbar. Aber sollte hier etwas davon in der Luft sein, kann Christian Tegeder es trotzdem nachweisen. Denn von der Dosis hängt es in erster Linie ab, ob eine Substanz in der Raumluft gesundheitsschädlich ist oder nicht. Klarheit soll eine chemische Messung bringen. Die Wirkung jeder Substanz in der Raumluft ist aber auch individuell unterschiedlich, denn jeder Mensch reagiert anders. In hoher Konzentration kann Formaldehyd Allergien auslösen, Kopfschmerzen verursachen, Schleimhäute reizen und sogar Krebs kann entstehen. Wo viele gar nicht darüber nachdenken, nicht nur Möbel, auch andere Gegenstände in der Wohnung dünsten Chemikalien aus. Zum Beispiel Lösungsmittel. Nagellackentferner, viele kosmetische Präparate. Da ist unter anderem Aceton enthalten. Mhm. Aceton ist ein sehr starkes Lösungsmittel. Hier, das ist so ganz beliebt, diese Duftstäbchen. Wow.
In geringer Dosis eigentlich unproblematisch. Trotzdem kann jeder darauf reagieren, mit unterschiedlichsten Symptomen, bis hin zu Atemproblemen. Die reizen die Schleimhäute, die können Kopfschmerzen auslösen. Das ist Sondermüll. Bitte sowas nicht mehr kaufen. Auch neue Turnschuhe oder Putzmittel dünsten Lösungsmittel aus. Manche Substanzen reagieren miteinander und entwickeln dann einen weiteren unangenehmen Geruch, auch eine mögliche Belastung. Der Raumluftgutachter misst deshalb auch den Anteil der Lösungsmittel in der Raumluft. Mit einer Membranpumpe. Und Christian Tegeder hat noch eine weitere Spürnase in petto. Mein Plan ist folgender. Ich werde gleich wesentliche Räume in Ihrer Wohnung mit dem Spürhund absuchen, einen Schimmelpilzspürhund. Und dann kann ich. In jeder fünften Wohnung in Deutschland besteht Schimmelverdacht. Oft sind die Bewohner ahnungslos, dass es in ihrer Wohnung zum Beispiel schon mal einen Wasserschaden gab. Atmen wir Schimmelsporen ein, kann das Allergien auslösen, unsere Atemwege reizen und sogar die Lunge schädigen. Ronja hat jetzt also eine verantwortungsvolle Aufgabe. Ronja, auch Güvens hatten vor 3 Jahren im Bad einen Wasserschaden. Sie haben die betroffenen Stellen gut trocknen lassen. Aber gut genug? Ronja hat nichts gefunden. Und wenn, dann nur unwesentlich, also im Bereich um die Badewanne rum, der Ausguss der Badewanne, der ist oft trocken, der riecht schon mal muffig. 2 Wochen später sind auch die Messergebnisse der Raumluft da. Im Kinderzimmer wurde tatsächlich Formaldehyd nachgewiesen. Aber die Konzentration bleibt unter dem gesetzlichen Richtwert. Die Messung im Bad hat außerdem verschiedenste Lösungsmittel in der Luft aufgespürt. Auch die liegen unter dem kritischen Richtwert. Mit ihrem Ergebnis liegen Güvens im Trend. Mit Luftproben aus 600 deutschen Haushalten kam eine aktuelle Studie zu einem vergleichbaren Ergebnis. Unsere Raumluft enthält Chemikalien, aber die Dosis bleibt in der Regel unter dem kritischen Richtwert. Trotzdem sollten Güvens erstmal keine weiteren neuen Möbel anschaffen. Der zweite Tipp, den ich geben kann, der ganz wichtig ist, das Lüftungsverhalten ein bisschen kontrollieren. Die Formel ist oft kurzkräftig. Wer besonders empfindlich reagiert, sollte Möbel und Kleidung gebraucht kaufen und mit Putzmitteln und Kosmetik sparsam umgehen. Denn am Ende kommt es auch auf die Summe der schädlichen Substanzen in der Raumluft an, die uns das Atmen erschweren könnte. Und diese Summe können wir selbst beeinflussen. Kommen wir von der Innenluft zur Außenluft. Immer wieder geht es beim Thema Luftqualität und Gesundheit um Stickoxide aus dem Straßenverkehr. Sie können Entzündungen auslösen, empfindliche Menschen können mit Asthma reagieren und es gibt Hinweise, dass Stickoxide langfristig Auswirkungen auf Lungenfunktion, Herzerkrankungen und Diabetes haben können, unter anderem. Allerdings sind Stickoxide leider nicht das einzige Problem, denn an Orten, wo die Stickoxidkonzentration hoch ist, liegt meist noch mehr in der Luft. Feinstaub. Dahinter verbirgt sich nicht ein Stoff, sondern ein komplexes Gemisch aus Abriebmaterial wie Gummi, Pollen, Ruß und Metalle, zum Beispiel Aluminium. Die Verursacher: Industrie, Landwirtschaft, Verkehr und Reifenabrieb. Innen: Kamine, Kerzen, Kochen und Drucken. In der Luft befinden sich verschieden große und schädliche Feinstaubpartikel. Entscheidend bei den Grenzwerten ist die Masse, also das Gewicht der Partikel pro Kubikmeter Luft. Die Größe wird jedoch meist noch außer Acht gelassen und das ist ein Problem. Die großen Partikel, PM10 genannt, können Schleim und Haare in der Nase erst noch abwehren. Sie filtern die größten Partikel, bis es zu viele werden. Dann entsteht zu viel Schleim, die Haare verkümmern. Die Folgen: Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Besonders gefährdet sind Asthmatiker und Kinder. Noch kleiner ist der PM2,5-Feinstaub. Diese kleineren Partikel lassen sich so nicht herausfiltern. Sie gelangen tiefer in unseren Körper, in die Lunge. Erreichen diese Partikelchen die Lungenbläschen, gibt es kaum noch ein Zurück. Die Sauerstoffaufnahme ist gefährdet. Und sie dringen sogar in die Zellen ein und können sie verändern. Zellen geraten dann außer Kontrolle, vermehren sich unkontrolliert. Mögliche Folge: Lungenkrebs.
Fachleute messen PM10 und PM2,5 zwar auf deutschen Straßen und die Werte sinken auch seit Jahren, aber das könnte trügerisch sein. Denn sie messen das Gewicht. Dabei sind die kleineren vermutlich gefährlicher, aber leichter. Hinter dem Grenzwert für die kleinen PM2,5-Partikel könnten sich viel mehr und viel gefährlichere Teilchen verbergen als hinter dem Grenzwert für die größeren PM10. Wichtig wären also Daten über die Zusammensetzung, Gewicht und Größe und mehr Daten für die kleinsten Teilchen, PM0,1. Der sogenannte Ultrafeinstaub PM0,1 wiegt viel weniger, ist aber gefährlicher. Er gelangt über die Lunge in unseren Körper und über den Blutstrom sogar in alle anderen Organe. Der Körper wehrt sich. Immunzellen reichern sich im Blut an. Aber der Abwehrkampf kann dazu führen, dass das Blut dickflüssiger wird und schneller gerinnt. Verstopft ein Gefäß, kommt es zum Infarkt. Und gelangen sie ins Gehirn, drohen Schlaganfälle. Bisher werden diese sehr kleinen Teilchen nur an 17 Standorten in Deutschland gemessen. Aber jeder kann auf ein paar Dinge achten. Beim Kochen den Abzug anschalten, richtig lüften, Staubsaugen mit Feinfilter, weniger Fleisch aus Massentierhaltung essen, kein privates Silvesterfeuerwerk mehr und weniger Autofahren. Wie ist eigentlich die Luft bei unseren Nachbarn? Also bei unseren Nachbarplaneten Mars und Venus? Deren Atmosphäre besteht zu über 90% aus Kohlendioxid. Dazu kommt ein wenig Stickstoff und fast kein Sauerstoff. Keine gute Luft für unser Eins. Wir brauchen Sauerstoff zum Überleben. Und doch macht Sauerstoff in der irdischen Luft nicht den größten Teil aus. Der geht an Stickstoff mit fast 78%. Der bringt uns für die Atmung allerdings nichts. Den atmen wir ein und wieder aus. Sauerstoff hat einen Anteil von 21%. Viel mehr wäre auch gar nicht wünschenswert, denn zu hoch konzentrierter Sauerstoff ist auf Dauer sogar chemisch aggressiv. Aber was macht eigentlich gute Luft aus? Luft ist nicht überall gleich. Was man wissen sollte zum Thema gute Luft. Klar, es gibt Orte, wo die Luft besonders gut ist, zum Beispiel an der See. Hier ist die Luft arm an allergieauslösenden Stoffen. Stattdessen herrscht hier ein Reizklima. Die Luft ist voller Salz. Das ist neben Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Sonne ein Reizfaktor für den Organismus. Die salzige Luft fördert die Durchblutung der Atemwege und Schleimhäute. Und sie begünstigt die Schleimbildung. Das hilft bei vielen Atemwegserkrankungen wie Asthma oder chronischer Bronchitis. Übrigens, den höchsten Salzanteil in der Meeresluft misst man direkt an der Brandungszone. Logo. Waldluft ist besonders sauber. Hier atmen wir etwa 90% weniger Stäube ein als in der Stadt. Denn Bäume filtern die Luft, nehmen Kohlendioxid auf und produzieren jede Menge Sauerstoff. Eine 100 Jahre alte Buche produziert im Jahr 4600 Kilogramm Sauerstoff. Eine Erwachsene könnte davon 13 Jahre lang atmen. Interessant, alle Pflanzen und damit auch Bäume kommunizieren untereinander mit chemischen Botenstoffen, den Terpenen. Atmen wir sie ein, stärken sie unsere Immunabwehr. Die Zahl und Aktivität der natürlichen Killerzellen, der Polizisten in unserem Blut, steigt schon nach einem Tag im Wald deutlich. Positive Effekte hat auch die Luft im Hochgebirge. Zum einen ist die Luft auch hier sehr sauber. Schadstoffmengen nehmen in der Höhe ab. Auch der allergieauslösende Hausstaub verschwindet. Ab 850 Metern über dem Meeresspiegel werden die Hausstaubmilben weniger. Und ab 1600 Metern sind die staubproduzierenden Krabbler sogar ganz verschwunden. In der Höhe nimmt der Luftdruck ab. Der Anteil des atembaren Sauerstoffes sinkt. Es bilden sich mehr rote Blutkörperchen, die den wenigen Sauerstoff zu Muskeln und Organen transportieren. Dies macht uns bei der Rückkehr ins Flachland eine kurze Weile fitter. Außerdem, in den Bergen sinkt das Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen. Pro 1000 Meter Höhe um 22%. Woran das genau liegt, weiß man noch nicht. Gute Luft tut auf jeden Fall gut. Welche genau die richtige für Sie ist, rät Ihnen Ihre Ärztin.
Ich finde ja Meeresluft toll, weil man nicht nur gut atmet, sondern weil es auch so toll riecht. Und überhaupt ist Atmung allgemein eng mit unseren Emotionen verknüpft. Endlich wieder richtig durchatmen können. Das ist das Ziel von Andreas Pflug aus Regensburg. Ein schreckliches Erlebnis hat seine Atmung aus dem Takt gebracht. Bei mir hat das so angefangen vor über einem halben Jahr. Da hat man einen Schicksalsschlag in unserer Familie gehabt. Da habe ich meinen Bruder tot im Bett gefunden. Das war dann schon ein Schock, den ich aber was unterdrückt habe. Ja, ein paar Monate später, bei einem lauten Fest, ist das fast an einen Schein übergelaufen. Andreas Pflug hatte ein starkes Kribbeln in den Fingern und Sehstörungen, litt unter heftigen Schwindelanfällen, fühlte sich ständig benommen. Er ließ sich von verschiedenen Ärzten durchchecken, auch von zwei Neurologen, ohne Diagnose. Erst ein Lungenfacharzt stellte fest, dass Andreas Pflug Probleme mit der Atmung hat. Er schickte ihn zu Thomas Löw, einem Facharzt für Psychosomatik und Spezialist für Atemstörungen. Sehstörungen dabei, bin lichtempfindlich, weiß nicht, woher es kommt. Es kommt relativ häufig vor und dabei ist wichtig, dass sich das auch während des Lebens mal verändern kann. Das heißt, jemand war so wie Sie auch lange gesund und plötzlich geht es los und es hat häufig was mit emotionaler Erschütterung zu tun. Und was mache ich da verkehrt? Sie atmen zu schnell. Das hat einen Einfluss auf den Blutdruck, das hat einen Einfluss auf die Herzfrequenz und das erklärt die Symptome. Andreas Pflug bekommt dagegen keine Medikamente. Dafür verschiedene Therapien und, ganz zentral, ein Atemtraining. Wenn Sie den bitte einfach mal anlegen, das ist ein Klettverschluss. Ein Vibrationsgürtel soll ihn dabei unterstützen, seine Atmung gezielt zu verlangsamen. Tun wir uns ein bisschen leichter. Wenn es nicht wackelt, atmen Sie ein. Und wenn es wackelt, atmen Sie aus. Aha. Und jetzt schalte ich das einfach einmal ein. 4 Sekunden einatmen, 6 bis 7 Sekunden ausatmen. Und das 11 Minuten lang. Die sogenannte 47-11-Technik. Jetzt ist wieder. Also wir atmen normalerweise 10 bis 12 Mal in der Minute und wir halbieren das praktisch. Also 6 Atemzüge in einer Minute. Das ist der eine wichtige Punkt. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass die Ausatmung länger dauert wie die Einatmung. Weil das letztlich einen Reflex aktiviert, der uns auf Entspannung setzt. Andreas Pflug trainiert jetzt mehrfach am Tag. Statt Vibrationsgürtel nutzt er eine App als Taktgeber. Ich versuche das so oft wie möglich am Tag zu machen und dann mit der Zeit merke ich schon den Erfolg. Ich habe eine Benommenheit im Kopf gehabt, die nimmt jetzt Woche für Woche mehr ab. Das Kribbeln in den Händen wird schwächer. Dadurch merke ich, dass der Weg zur Besserung auf jeden Fall da ist. Heute überprüfen die Ärzte, ob sein subjektiver Eindruck stimmt und tatsächlich messbar ist. Gemessen werden Herzschlag, Blutdruck und Atemfrequenz. Genau wie beim Training atmet Andreas Pflug jetzt bewusst im entschleunigten Rhythmus. Wichtig, dass Sie wahrnehmen, wie sich der Körper über die Atmung, über die Entschleunigung der Atmung verändert, wie Sie ruhiger werden. Schon nach 3 Minuten beruhigen sich Atemfrequenz, Blutdruck und Herzschlag. Dank der Übungen hat Andreas Pflug auch wieder genügend Kohlendioxid im Blut. Wichtig ist, es geht hier nicht um Psychologie, sondern das ist Biologie bis in den tiefsten Zellkern hinein. Wir können an der Stelle was für unseren Blutdruck tun. Wir können natürlich auch Ängste regulieren. Wir können die Konzentrationsfähigkeit steigern. Wir können es als Einschlafhilfe benutzen. Beim entschleunigten Atmen schlägt auch unser Herz anders, nämlich flexibler. Ein Vorteil, denn das Herz ist besonders stressempfindlich. Je unterschiedlicher die Abstände zwischen den Herzschlägen, desto besser kann es auf Stress reagieren.
Der schwere Schicksalsschlag hat Andreas Plugs Atmung aus dem Takt gebracht. Aber er hat seinen Rhythmus wiedergefunden und kann endlich wieder durchatmen. Jon Kabat-Zinn, emeritierter Professor an der University of Massachusetts, hat gesagt, solange du atmest, ist mehr gesund an dir als krank. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen langen Atem und bleiben Sie gesund. Tschüss.